Häuser mitten im Wald, die so anders aussehen als alles, was du bisher gesehen hast. Eine neue Erfahrung, die dich packen wird. Auf welche Art und Weise? Kommt auf dich an. Das ist die Kunststätte Bossart bei Jesteburg. Ein 3 Hektar großes Anwesen als Gesamtkunstwerk. Erschaffen von Johann Michael Bossart und seiner Frau Jutta Bossart-Krull. Das Herzstück der Anlage bildet der Kunsttempel. Ein großer Raum, der durch 4 riesige Säulen gestützt und bis ins Detail verziert wurde. Von außen sind vor allem die dreieckigen Fenster charakteristisch. Die Detailverliebtheit findet sich auch im Eddasaal wieder. Tretet ein und bestaunt die meterhohen Gemälde an der Wand und die vielen Holzarbeiten. Bei besonderen Führungen könnt ihr auch das Wohn- und Atelierhaus des Künstlerehepaars besichtigen. Hier hat Jutta Bossart noch bis zu ihrem Tod 1996 gelebt. Um die vielen Eindrücke zu verarbeiten, findet ihr im idyllischen Innenhof ein kleines, aber feines Café mit leckerem, selbstgemachten Kuchen. Kleiner Geheimtipp, der Mondkuchen mit Rotweinguss oder der Fruchtschmannkuchen sind sensationell. Anreisen könnt ihr mit dem Rad, dem Auto und zur Saison natürlich nachhaltig mit unserem Heideshuttle. Die Bushaltestelle befindet sich nur 400 Meter von der Kunststätte Bossart entfernt. Am besten gleich speichern und auf deine Bucketlist schreiben. Mehr Infos findest du auf www.lüneburger-heide.de.